bin Undines Bruder und war 6 Jahre, als die Mauer gefallen ist. Wo ich 1989 war, als die Mauer gefallen ist, kann ich überhaupt nicht mehr sagen. Kann ich überhaupt nicht mehr sagen, weil ich den akuten Moment, glaube ich, höchstwahrscheinlich in meinem Bett erlebt habe, während ich geschlafen habe. Aber ich habe mehr die Veränderung hinterher wahrgenommen als den Fall der Mauer. Ja, die Veränderungen damals waren in dem Sinne interessant, also aus der Perspektive eines kleinen Jungen, deswegen stehe ich auch hier vor diesem Foto. Was interessiert kleine Jungen? Das sind Autos. Ich hatte den ganzen Koffer voll Matchbox-Autos später, eine komplette Sammlung. Und die Veränderung, die ich wahrgenommen habe, war tatsächlich im Wesentlichen auf der Straße. Die Straße hat sich verändert. Und ja, man kann sagen, das Straßenbild hat sich verändert, als wir das erste Mal zum Beispiel in den Westen gegangen sind. Die Autos haben sich verändert, die Leute haben sich verändert. Das ist das, was man einfach von außen, glaube ich, aus der Perspektive eines 6-Jährigen überhaupt wahrnimmt und überhaupt in der Lage ist zu begreifen. Weil für mich existierte bis dahin eigentlich keine Mauer. Es wurde mir nicht beigebracht, wurde mir nicht erzählt, was es dort gibt. Und als es dann soweit war, war ich doch sehr verwundert, was es noch alles gibt und welche Perspektiven es vor allem noch gibt. Und deswegen steht das Foto für mich vielleicht symbolisch auch, oder das Bild für mich symbolisch, einfach für die Veränderung, dass ein Konstrukt, was bisher eigentlich nur hinter der Mauer existierte, plötzlich in der Lage ist, sie zu überfahren und sie vielleicht auch ein Stück weit kaputt zu fahren, wie Straßen. Ja, das ist eigentlich so im Wesentlichen die Veränderung, die ich wahrgenommen habe als 6-Jähriger. Ich erinnere mich sehr stark an das Radio zur damaligen Zeit. Es war allgegenwärtig eigentlich. Ich kann selber nicht sagen, warum das so war. Ich habe es einfach aus der Perspektive aus nicht verstanden. Aber es war eigentlich immer da. Es war im Garten da, es war in unserer Wohnung da. Und bildet damit einen alltäglichen Gegenstand einfach. Was für Sendungen darauf gelaufen sind, kann ich nicht mehr so genau sagen, aber es war vielleicht auch, weil es meinen Eltern wichtig war, einfach immer allgegenwärtig. Ja. Deswegen habe ich, glaube ich, das Radio mitgebracht, weil es so für mich einfach dazugehörte, immer zu unserem Leben vor 89 und ja, sicherlich auch danach, aber ich muss schon sagen, dass es vorher irgendwie deutlich stärker im Zentrum stand als später. Das von meiner Wahrnehmung her. Ja. Ja, es gibt heute so viele Mauern. Ich glaube, es gibt heute sogar noch mehr Mauern als real existierende, als auch im Geiste existierende Mauern, die sich überall ziehen. Ich meine, die Mauer als solche, wie sie damals 89 gefallen ist, war ja ein manifestiertes Konstrukt von geistigen Mauern. Und das Verrückte ist ja, dass diese Mauern sich nicht immer physisch überall manifestieren, aber da sind. Und nachdem speziell zum Beispiel Europa eigentlich zusammengewachsen ist oder einen langen Prozess hinter sich hat, zusammenzuwachsen, sehe ich mit Erschrecken, dass sich heute immer mehr Mauern und Zäune bilden, dass dieses Konzept der Mauern und Zäune nach wie vor existiert und es unglaublich schwer ist, das zu überwinden. Auch die Mauer, die 89 gefallen ist,
hat unglaublich lange gebraucht, um überwunden zu werden. Ich selbst habe es ja in meinem Großwerden, Erwachsenwerden erlebt. Das ist eigentlich ein ewiger Kampf mit der Gesellschaft und mit sich selbst ist, solche Mauern zu überwinden. Und Mauern, die es heute gibt, denk an Flüchtlingsströme, an Israel. Schwer zu sagen, wo es überall, also um Palästina drumherum, Grenzmauern zwischen Mexiko und USA, Mauern über Orientierung sexueller Art oder Meinungen, die gibt in den Geistern, die gibt es überall. Ja. Und man muss, glaube ich, konstant dran arbeiten. Es gibt nicht dieses einmalige Event, dass eine Mauer fällt, wie es 89 war. Es hat sich nur, ich glaube, es ist auch so ein starker emotionaler Moment, weil es sich dort einfach mal gezeigt hat, dass eine Mauer auch überwunden werden kann. Physikalisch hat es sich gezeigt und was für ein Erlebnis und was für eine Befreiung das ist. Und das zu schaffen bei allen Mauern, die nach wie vor existieren, erfordert, glaube ich, konstante gesellschaftliche, politische Arbeit. Ja, und das Konzept der Mauern, glaube ich, treibt uns sogar an, als Menschsein und diese Mauern zu überwinden, zwischen Gruppen, zwischen Nachbarn, zwischen Ländern. Ja, natürlich, das hat mich schon auf meinem Lebensweg begleitet, so dieses Überwinden der Mauer, ohne dass ich ja eigentlich selber, also ein bisschen, wie soll man das ausdrücken, es war, man stand Ressentiments entgegen, man kam eigentlich dadurch, dass wir auch dann nach dem Fall der Mauer noch weiter westlich gezogen sind, kam man in eine Umgebung, dessen Historie man nicht angehörte, man hat sie nicht erlebt, und wurde gleichzeitig indirekt vielleicht dafür verurteilt, weil man es nicht kannte, dadurch war man anders. Und dieses Anderssein muss erst überwinden werden. Die Gesellschaft erwartet immer erst von einem, dass man beweist, dass man dazugehört in dem Sinne. Oder und auch zeigen kann, dass man ein klar denkender Mensch, so wie jeder andere auch ist. Es waren keine harten Ressentiments, die mir entgegenschlugen. Es war vielleicht die anfänglichen Jahre, die ersten 10 Jahre. Danach wurde es langsam schwächer. Man war stärker integriert, weil vielleicht Barrieren in Anführungsstrichen in Lebensart und Weise nicht zu hoch waren. Aber man wurde doch schon wieder immer in das Konzept der oder in die Ecke der, des Andersartigen oder des Ossis vielleicht. Gestellt, ja, auf jeden Fall. Manchmal stellt man sich selber in die Ecke, ohne es zu realisieren. Das muss, glaube ich, auch überwunden werden überhaupt erst. Das sind auch Mauern, die man in seinem eigenen Kopf hat, die man selbst erst überwinden muss, um da weitermachen zu können, ja. Einen einschlägigen Moment, wo ich sage, dass ich es überwunden habe, gibt es eigentlich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass es von heute auf morgen aufhört. Es wurde, glaube ich, nur immer. Man hat es selber weniger wichtig genommen, andere haben es weniger wichtig genommen. Andere haben gemerkt, dass man genauso kommuniziert wie andere auch. Ja. Ich würde mitnehmen, dass ich jedem dabei helfen möchte, Mauern zu überwinden. Gesellschaftliche Mauern zu überwinden, in Mauern niederzureißen. Denn es ist sehr bequem, sich auf die Seite zu stellen und zu sagen, zum Beispiel, du kommst hier nicht rein, das ist meine Mauer, da kommst du nicht weiter. Weil es ein Aufwand ist, die Position, die Sichtweise zu wechseln und sich in die Position des anderen zu versetzen und zu verstehen, welchen Aufwand es auch für ihn bedeutet oder für sie oder was auch immer, um Mauern geistiger oder auch Länder einfach zu überwinden. Also was ich mitnehme, ist, glaube ich, dass ich einfach verstehe, dass ich nicht auf meiner Position sitzen bleibe, dass ich immer versuche, mehrere Positionen zu betrachten
mehrere Blickwinkel zu betrachten und dem auch Raum zu geben, dem den gleichen Raum zu geben, wie einfach seinem eigenen Blickwinkel. Es braucht Zeit, es führt dazu, dass man nicht immer sofort eine klare Meinung hat, was einen vielleicht auch nicht klar positionieren lässt, aber ich glaube, es führt zu einem größeren Verständnis, was am Ende dazu führt, dass eben mehr Mauern abgerissen werden können. Das ist für mich besonders wichtig, denn dadurch, dass das Konzept der Mauern, des Andersseins, des irgendwo hinkommen Müssens und sich integrieren Müssens einfach so für mich auch erlebt habe, glaube ich, weiß ich, wie wichtig das ist, dort dieses Konzept überhaupt gar nicht erst zu unterstützen. Und sich seine Meinung dreimal, vielleicht nicht dreimal, aber zweimal zu überlegen. In seinem Blickwinkel, den man annimmt.